Das sind alles Dinge, über die die Öffentlichkeit in der Form überhaupt gar nicht urteilen kann. Und damit wird die Religionsfreiheit schon eingeschränkt. Ja, zurzeit gibt es eine heftige Debatte um das Burka-Verbot, um die Vollverschleierung. Was hältst du davon, wenn man Menschen Bekleidungsvorschriften macht? Naja, es geht ja natürlich nicht darum, Bekleidungsvorschriften zu machen, sondern sich die Frage zu stellen, welche Kleidung ist kompatibel mit der Sicherheit im öffentlichen Raum? Motorradhelm oder Vollverschleierung für Männer, sagen wir mal, an der Tankstelle sind es ja auch nicht. Man kann ja nicht mit Motorradhelm an der Tankstelle vorfahren. Aber bei der Burka oder dem religiösen Habit geht es doch um Religion. Ich mache damit ein Zugeständnis zu meiner Religionszugehörigkeit. Ja, das ist ja gar kein Problem. Ansonsten würden wir auch diskutieren, ob man zum Beispiel Ketten mit Kreuzen tragen darf oder ob Nonnen sich im öffentlichen Raum bewegen dürfen oder sich verstecken müssen hinter Klostermauern. Das diskutieren wir auch nicht. Oder Buddhisten, warum dürfen die so orange Kutten tragen? Das heißt, das diskutieren wir alles nicht. Die Frage ist in dem besonderen Fall eigentlich nur, ist Vollverschleierung im öffentlichen Raum etwas, was wir dulden können? Deine Ansicht ist nein. Meine Ansicht ist klarerweise nein, aber nicht, weil das irgendetwas mit Religion zu tun hat. Man sollte an dieser Stelle überhaupt gar nicht über Religion diskutieren, sondern lediglich um die Frage der Vollverschleierung. Vielleicht könnte man zu einem anderen Urteil kommen, aber auf den ersten Blick scheint es mir doch merkwürdig, dass man sich unter den Bedingungen moderner Sicherheitsbedürfnisse vollverschleiert im öffentlichen Raum dauerhaft bewegen darf. Ja, aber es geht doch da auch ein Stück weit um die Frau. Und wenn die Frau das freiwillig tut? Naja, aber ich könnte mich ja auch freiwillig jeden Tag so verkleiden, dass man mich nicht von Angela Merkel unterscheiden könnte. Vielleicht habe ich einen guten Maskenbildner und so weiter. Vielleicht habe ich sogar ein Gerät, das ihre Stimme nachahmt. Und irgendwann wird man es mir verbieten, wenn ich meine Vorlesungen als Angela Merkel halte oder versuche, ins Bundeskanzleramt einzuziehen. Da gibt es also klarerweise Spielregeln. Es gibt gewisse Dinge, die sind erlaubt, gewisse Dinge, die sind nicht erlaubt. Wo bleibt die religiöse Freiheit? Die religiöse Freiheit ist sowieso eingeschränkt. Angenommen mal, wir hätten eine Religion, die darauf besteht, dass man seinen Erstgeborenen opfern muss. Solche Religionen gab es nun mal, ja, bevor sie unter anderem durch Christentum und Islam und insgesamt den Monotheismus abgeschafft wurden. Ja? Menschenopfer, wir verbieten ja auch Menschenopfer. Das heißt, jede Religion, die Menschenopfer fordert, ist genauso eingeschränkt in ihrer Ausübung. Das heißt, die Debatte, die gerade in der Gesellschaft geführt wird, ist so richtig? Nein, aus dem einfachen Grund, weil man die Debatte so führt, als ginge es irgendwie um den Islam oder um Religion, die Freiheiten oder Unfreiheiten muslimischer Frauen und so weiter. Das sind alles Dinge, über die die Öffentlichkeit in der Form überhaupt gar nicht urteilen kann. Und damit wird die Religionsfreiheit schon eingeschränkt, weil man den Ausdruck religiöser Freiheiten in einem völlig verzerrten Kontext diskutiert. Damit hat man im Grunde genommen schon Vorurteile erzeugt gegenüber unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das heißt, die Debatte wird völlig falsch geführt, weil man nicht eine Debatte führt über die Frage, ob man vollverschleiert sein darf, sondern über die Frage des Zusammenhangs von Burka, Terrorismus und Islam.